dann lege ich mir die Zettel, okay, und dann sehe ich, aha, oh, oh, 18 Szenen ohne Protagonisten, das ist nicht gut, da muss ich was umstellen. Oder ich sehe, oh Mann, ey, der Konflikt baut hier aufgebaut und 3 Szenen schon wieder später aufgelöst, das ist ja Kinderbuchdramaturgie. Mhm. Gehen wir mal zum Thema engagiert. Ne? Du hast jetzt die Idee fertig, mhm, nehmen wir mal an, entwickelt. Jetzt brauchst du natürlich Kollaborateure. Du musst natürlich diese Idee irgendwie in diese Welt raustragen. Ja. Wie pitchst du deine Ideen? Oder wie bringst du sie an Produzenten? Also ein gutes Netzwerk, und dass man Produzenten und Redakteure und auch Regisseure und vielleicht auch manchmal Schauspieler, wenn es bekannt sind, hilft auch das, kennt, ist gut. Wichtig ist beim Pitchen, dass man nicht so mit der ersten Idee, die man hat, sofort dorthin rennt. Man muss den Pitch erproben. Mhm. Das heißt, ich erzähle die Story Freunden, meiner Frau, meinem Sohn, auf Partys, Kollegen, auch zum Teil so Leute, mit denen ich ins Gespräch komme im Zug, um zu sehen, wie sie funktioniert. Und mhm, während ich das tue, schleife ich sie sozusagen. Mhm. Ich bearbeite sie. Ich merke in der Reaktion, er folgt mir, oder sie folgt mir. So, und hier driftet sie weg. Dann merke ich, da habe ich entweder nicht gut gepitcht oder die Story fällt los. Ich schleife die Story sozusagen vor, also bevor ich sie überhaupt anbiete. Und wenn ich sie in einer gewissen, wenn ich merke, so jetzt bin ich so auf dem Punkt, ich lerne da aus den Reaktionen immer. Also ich merke auch selbst sofort, wenn ich das pitche, okay, das ist nicht gut, das ist jetzt kein gutes Ende, da muss man noch was einfallen, da habe ich noch ein Loch. Manchmal improvisiert man das aus der Situation, weil es einem einfällt. Manchmal fällt dann noch nichts, aber man merkt, da muss man nochmal Hirnschmalz investieren. Und wenn ich dann so weit bin, sage ich so, jetzt kriege ich so eine Struktur, dann versuche ich es schriftlich mal zu fassen, weil das ist schwer. Okay. Die Sache zu erzählen, wenn ich mit dir jetzt spreche, erzähle eine Story, ich sage, es regnet. 1000 Lampions. So. Die emotionale. Ja, dann bist du dabei, du siehst mich, du hörst meine Stimme und so, das geht. Wenn du das schriftlich niederlegst, ist das weg. Das heißt, du musst die Atmosphäre sozusagen aus der. Die Sprache ist ja kein Vergrößerungsglas, mit dem wir die Dinge anschauen. Mhm. Die Sprache konstituiert ja eine eigene Wirklichkeit. Mhm. Und diese Realität, die muss man sozusagen neu bilden, immer wieder neu bilden. Deswegen habe ich ja zum Beispiel an einigen Hochschulen immer wieder Pitching-Kurse gemacht bei den Studenten, damit die lernen ihre Ideen. Ich habe dann ihnen bewiesen, dass die schlechte Idee, der gut gepitcht, besser funktioniert beim Empfänger, als die gute Idee schlecht gepitcht. Mhm. So, es ist so. Verkaufen. Du bist sozusagen heutzutage als Autor auch sowas wie ein multipler Dienstleister. Mhm. So. Und du musst also mehr, du musst Verkäufer sein, du musst die Ideen generieren, du musst eine Idee über die Realisierung haben. Und wenn du zum Beispiel heute erfolgreicher Autor bist, dann versuchst du natürlich auch das Showrunning zu machen. Das heißt, so die Kontrolle über dein Produkt zu halten, was ja jetzt leichter geht als noch vor 5 oder 10 Jahren. Mhm. So, das heißt, ich pitche diese Idee und ich schläge sie schriftlich nieder und ich muss sie aber auch immer von mir selber pitchen. Und dann machst du zum Beispiel, nimmst du die Idee und schreibst sie auf, dann merkst du, du hast noch das. Dann heißt die Devise, okay, bitte das Ganze jetzt mal auf 1000 Zeichen. 1000 Zeichen, das so, ist... So, und dann sage ich, okay, nächste bitte auf 500 Zeichen. Okay, bitte nochmal runter auf 300 Zeichen. Ein Satz dann. Ja, und dann muss ich am Schluss, muss ich 1 oder 3 Sätze haben, sozusagen die Logline, weil das brauchst du auch, wenn du irgendwo hingehst oder was einreichst oder einen Förderantrag machst, musst du eine Logline haben. Und ich muss sagen, was ist die Logline des Films? Das ist wahnsinnig schwer, aber das ist ein gutes Training und das ist unerlässlich. Angenommen, du hast jemanden gepitcht, du hast jemanden einen Pitch geschickt. Meistens eine Seite oder 2 Seiten? Oder? Pitch ist zwischen einer das ist und 3 Seiten. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Tatort-Pitch, da komme ich selten mit unter 2 Seiten durch, weil Krimi natürlich immer so ein großes Plotkonstrukt auch ist. Ne? Und das ist dann schwieriger, wenn ich jetzt ein Drama habe, da reicht unter Umständen der Pitch von einer Seite, weil jeder sich sofort einleben kann. Mhm. Bei einer Komödie unter Umständen auch. Es hängt davon ab, bei meinem letzten Film zum Beispiel, der im Kino war, Die Kleinen und Bösen, da brauchte ich, war schwierig mit einer Seite, weil der Plot sehr komplex war. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein richtiges Drama nur erzählst, wo es um rein emotionale Dinge geht, da kommst du mit einer Seite durch, beim Tatort passt 3. Alles, was drüber ist, ist eigentlich kein Pitch mehr. Okay. Was war die Logline für Die Kleinen und die Bösen? Oder weißt du sie noch? Doch, also ich müsste jetzt noch im Nachträglich improvisieren, aber wenn ich sie jetzt so aus der Ursula Meng, wie der Kölner sagt, mache, dann sage ich einfach, ein Bewährungshelfer und sein x-fach vorbestrafter, langjährigster Klient
geraten aneinander, als dem Klienten das Sorgerecht für seine beiden Kinder zugesprochen wird. Aus der Angst, dass er die Kinder auf die schiefe Bahn bringt, macht der Bewährungshelfer genau das, was er nicht soll. Er greift sozusagen ein und versucht sozusagen hier selbst Schicksal zu spielen und merkt im Zuge der ganzen Geschichte, dass der Gutmensch, für den er sich hält, eigentlich nicht ganz so gut ist, während der Bösewicht, der Kriminelle, Vatergefühle entwickelt und merkt, dass er auch noch andere Empfindungen hat. Schön. Mit Antwort, zwei Hunde kämpfen um einen Knochen. Und der Knochen ist das kleine Mädchen. Ja. Ist es der Pitch fertig? Was sind die nächsten Schritte? Also es gibt ja diese Begriffe wie Exposé und Treatment, die herumfliegen. Und ich habe das Gefühl immer, keiner weiß so wirklich, was eigentlich in einem Treatment soll oder weiß so wirklich, das was... Das kann man aber ganz genau sagen. Ja? Also es ist auch wichtig, dass man das schon aus urheberrechtlichen Gründen definiert. Die Idee ist nicht schützbar. Okay. Wenn ich jetzt die Idee habe, sagt, was habe ich, Idee von einem Bewährungshelfer und so, und da ist noch ein anderer Typ und dann geht es um die kleine Tochter und dann streiten sie sich und dann geht es richtig zur Sache. Ist gut, kann ich was anfangen, aber das, wenn du sagst, schreibe jetzt ein Drehbuch, dann schreibst du das Drehbuch. Und ich schaue, habe ich Pech gehabt. Genau. Wenn ich das schriftlich niederlege und ich habe eine Seite oder zwei da, einen Pitch, dann bin ich schon geschützt. Ganz auf der sicheren Seite bin ich mit dem Exposé. Und das Exposé geht dort los, wo der Pitch aufhört. Ich würde mal sagen, das Exposé beginnt so ab 3-4 Seiten. Erzählt praktisch in einer Narration die ganze Geschichte, die wichtigsten Figuren mit ihren wichtigsten Charaktereigenschaften, den Plot, die wichtigsten Nebenfiguren, den nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, linear-chronologischen, aber doch so den dramatischen und dramaturgischen Ablauf der Story, okay, und auch, wie die Geschichte aufhört. Und sie erzählt das Thema, sie erzählt die Fragen, die die Geschichte aufwirft, und sie erzählt auch sozusagen die Message. Und das heißt, da bin ich... Das ist maximal 10 Seiten. Also sagen wir mal, bis 7 bis 10 Seiten bin ich quasi rechtlich ja auch geschützt. Auch ab 4 Seiten schon. Es hängt davon ab, wenn du natürlich, sage ich jetzt mal, die 6000-jährige Geschichte des chinesischen Volkes, das heißt, wirst du mit 4 Seiten vermutlich nicht hinkommen. Nein, nicht unbedingt. So, aber wenn du, sage ich jetzt mal, Romeo und Julia an der Gesamtschule erzählst, was ich mal gemacht habe in meinem zweiten Kinofilm, ja, das war so die Geschichte, dann kann man wahrscheinlich damit mit 4 Seiten locker auskommen für Exposé oder 5. Was ist das Treatment? Das Treatment ist eine ausführlichere, da gibt es mehrere Unterscheidungen, ausführliche Narration, wo wesentlich mehr schon geklärt wird. Das Treatment erzählt chronologisch, also von A, die ganze Strecke nach bis Z. Es kann narrativ sein, das heißt, es erzählt eigentlich alle Geschichten, alle Szenen, alle Schauplätze, alle Figuren, auch die kleinen und Funktionals- und Nebenfiguren. Es erzählt auch den Subtext dessen, was in der Szene entweder als filmisch-bildliche Metapher und oder als Dialog erzählt wird. Und das entweder in einer Narration, das heißt im Fließtext, aber abgesetzten Block, sodass ich sehe, das ist die Location, das spielt dort, das spielt dort, das spielt dort. Oder in der nächsten Stufe schon als Bilder-Treatment. Okay. Und das ist praktisch durchnummerierte Situation wie in einem Drehbuch. So ein 1 Filmclub, Jugendfilmclub Hansaring, 2 BKW Xau, 3 Straßen Köln, aber ohne Dialog. Der Dialog ist im Subtext. Im Prinzip sind das, ein Treatment hat so eine Länge von 12 bis 25 Seiten, ein Bildertreatment wirst du unter 20 bis 3, eher 30 Seiten nicht durchkommen. Will heißen, es ist auch eigentlich quasi die sogenannte Outline. Eine Outline ist was anderes. Eine Outline ist sozusagen die Vorstufe, die ist zwischen Exposé und Treatment. Die Outline sagt mir schon auch strukturiert, oft auch schon nummeriert, was passiert, muss nicht, kann, aber erzählt nicht jetzt erzählt mir sehr viel Plot und erzählt mir nur bedingt den Subtext. Eine Outline ist praktisch, sage ich jetzt mal, wie ein verschriftliches Corkboard. Was ist ein Corkboard? Das ist praktisch ein Zettelkasten. Ich mache das auch zum Beispiel, wenn ich mein Exposé habe, dann, oder ein etwas schon beginnendes Treatment, dann nehme ich ein Paketzettel, ich habe es auch als Software, aber da habe ich gern die Haptik, damit ich es gleich umtauschen kann. Und dann schreibe ich auf jeden Zettel rauf, zum Beispiel, 1 Jugendfilmclub, 2 BKW, 3 sowieso. Dann habe ich hier am Anfang vielleicht nur 40 Zettel. Und es werden dann mehr, weil die kleinen Szenen dazukommen. Dann schreibe ich auf den Zettel mal auf, in einem Satz, das ist jetzt die Outline. Ich schreibe in einem Satz, was passiert. Eine synoptische Situation. Xan sitzt mit 2 Jungs aus dem Filmclub im Studio. Und es wird gefilmt.
Er quatscht und quasselt ohne Punkt und Komma. So, dann schreibe ich drauf Xau, dann schreibe ich deinen Namen, drauf deinen Namen und gebe ihm eine Vorab. Und dann schreibe ich den Ort, den gebe ich auch eine Vorab. Und dann gebe ich dem Handlungsstrang vielleicht auch eine Markierung. Und dann lege ich mir die Zettel und dann sehe ich, aha, oh, 18 Szenen ohne Protagonisten. Das ist nicht gut. Da muss ich was umstellen. Oder ich sehe, oh Mann, ey, der Konflikt baut hier aufgebaut und 3 Szenen schon wieder später aufgelöst. Das ist ja Kinderbuchdramaturgie. Mhm. Das ist in Kinderbüchern so, Kindergeschichten weißt du ja selber, die können ja nicht, wenn sie so klein sind, so eine spannende Situation über 40, 50 Minuten, das muss gleich wieder aufgelöst werden. Ja. Kasperle, Krokodil kommt, zack, es passiert was. Ja. Also, und dann merkst du, aha, oh, Krokodil-Dramaturgie, anders bauen, Auflösung später. Oder die Figur kommt nur hier vor, dann ganz lang, man erinnert sich gar nicht. Mhm. Oder die Figur kommt viel zu oft vor. Oder ich habe alle Konflikte immer nur so wie in einem episodischen Ding hintereinander abgefackelt. Es gibt keinen großen. Das kann so es gibt keine Bogen quasi nicht. Es ist am Anfang wird eine Saat gelegt, die dann am Schluss aufgelöst wird. Und es werden immer mehr Zettel und wenn es so 70 bis 100 Zettel sind, dann weiß ich, jetzt geht's in das. Dann kann ich aus der. Das ist die Outline. Dann schreibe ich daraus das Treatment. Ach, krass. Diese Episode von Mastercut wurde unterstützt von Patz. PATZ ist das kostenlose Netzwerk, auf dem du die Crew für dein nächstes Filmprojekt findest. PATZ unterstützt dein Projekt mit bis zu 100 Euro pro Crewmitglied, das du über PATZ findest. Nicht vergessen, filmidee.patz.de